Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Argando, whatever you want, mit dem Argando Fuego 5838 RX Battlebox Pro für glatte 3000 Euro. Zu dem Bild sei gesagt, es ist irgendwo fake. Okay, das Gehäuse stimmt, die Lüfter hier vorne sind RGB, die kann man natürlich auch in komplett rot einstellen. Dieser Lüfter hier, der leuchtet nicht, dieser Lüfter hier leuchtet auch nicht, dieser RAM hier leuchtet auch nicht, also gebt auf das Bild am besten nichts. Als Gehäuse haben wir ein Corsair Crystal 680X RGB Black. Hier ist es auch schon ein sehr qualitätsvolles Gehäuse, ein Kollege von mir hat das auch, kann man sehr viel drin verbauen, sehr viel Platz. Hat schon drei RGB Lüfter vorinstalliert, der Lüfter, hier sieht man es auch, leuchtet nicht. Das ist auch ein Corsair-Lüfter, aber wie gesagt, ist kein leuchtender Lüfter. Auf dem Bild war es ja leider so zu sehen. Kostet 188,91 € bei Mindfactory. Als Netzteil haben wir ein BeQuiet Straight Power Gold 750 Watt. Sehr solides Netzteil, 5 Jahre Garantie. Gut, bei dem System habt ihr allgemein 3 Jahre Garantie. Danach interessiert das Argando meistens nicht mehr, was mit diesem System passiert. Ist vollmodular, hat 80 plus Gold-Zertifizierung. 750 Watt sind bei diesem System auch angebracht, denn im Netzteilrechner kommen wir auf 610 Watt Leistungsaufnahme. Wenn man noch ein bisschen Puffer mit einrechnen, sind wir bei 660 Watt. Und die empfohlenen Größen sind 700 bis 750. Die haben 750 verbaut, das passt also. Kostet 109 Euro bei Mindfactory. Als Mainboard haben wir das MSI MPG X570 Gaming Plus AMD X570 Chipsatz. Ein grundsolides Board, hier haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt die M.2 SSD rein, hier kommt die Grafikkarte rein, hier unten könnt ihr noch erweitern mit zum Beispiel einer WLAN-Karte, einer USB-Erweiterungskarte, Capture-Card, was auch immer ihr haben möchtet. Hier unten könnt ihr noch eine M.2 SSD reinschrauben. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1 mit Toslink, USB 3.1, einmal Typ C und einmal Typ A. Dann haben wir noch 4x USB 3.0, Netzwerkanschluss, HDMI, benutzt die sowieso nicht, weil dieser Prozessor keine Grafikeinheit hat, PS/2 Anschluss und 2x USB 2.0 und ein BIOS Flashback Button. Alles in allem keine großartige RGB-Beleuchtung oder ähnliches vom Design her, muss einem gefallen, ist aber ein vernünftiges Mainboard. Kostet 129 Euro bei Mindfactory. Als Prozessor haben wir den AMD Ryzen 7 5800X 8x4,7 GHz. Diesen Prozessor benutze ich selber zum Rendern, zum Streamen, also ist ein Top-Prozessor, es geht natürlich noch mehr, klar, aber dann wird die ganze Kiste wieder mehr kosten. Unterstützt offiziell 3200 MHz, ihr könnt den auch mit 3600, 4000 betreiben. 4000 ist nicht bezahlbar, 3600 sind in diesem System auch drin. Kostet 369 Euro bei Mindfactory. Da sind wir auch schon beim Thema RAM-Speicher. 16 GB DDR4 RAM, PC 3600, das sind die G-Skill Ripshaw 5. Hier haben wir sie schon, in dem Preissegment sind 16 GB echt wenig, aber wir kommen später noch zu einer Alternative. Ansonsten guter RAM, kann man nicht drüber meckern, aber eben auch nicht beleuchtet, wie es auf dem Bild zu sehen war. War für 72,96 Euro über Mindfactory in den Warenkorb. Als Grafikkarte haben wir die Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 12 GB beliebiger Hersteller. Das ist jetzt wieder so ein Thema, ihr kennt das ja schon, ihr wisst nicht, was ihr bekommt. Wir haben jetzt in unserem Fall einfach mal die Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle 12G genommen. Ist eine sehr starke Grafikkarte, ich habe mir eben einen FPS-Test und mehrere Benchmarks angeguckt, also die landet auf WQHD, auch bei den AAA-Titeln wie Cyberpunk zum Beispiel, immer so rund 60-70 FPS, es kommt immer auf die Einstellung an. Habt ihr Raytracing an, habt ihr DLSS an, habt ihr irgendwas ähnliches umgestellt, wenn ihr nur mittlere Texturen verwendet, habt ihr natürlich mehr FPS, das ist ja klar. Ist aber eine Top-Grafikkarte, kann man nicht drüber meckern. Hat natürlich eine TDP von 350 Watt, das ist eine ganze Menge. Aber wir haben ein vernünftiges Netzteil verbaut, das schafft diese Leistungsspitzen auch, überhaupt kein Problem. Kostet 1399 Euro bei Computer Universe. Als SSD hätten wir eine NVMe M.2 SSD 1TB Kingston NV1. Ja, brauche ich nicht mehr viel zu sagen, ihr kennt die ja schon, hat eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von um die 2 GB pro Sekunde. Das variiert auch immer, wenn ihr zum Beispiel eine Crucial P1 oder ähnliches nehmt. Die variieren da so ein bisschen, sind aber nah beieinander, kann man so sagen. Ja, das reicht auf jeden Fall völlig aus zum Zocken, ganz klare Sache. Kostet 91,80 Euro bei Mindfactory. Als Lüfter haben wir den BeQuiet Pirog 2. Ist ein guter Luftkühler, klar, aber der 5800 hat schon eine TDP von 105 Watt. Der hier hat eine TDP von 150 Watt, das reicht natürlich aus. Ihr werdet jetzt aber nicht so optimal Temperaturen haben, wie zum Beispiel bei einer Wasserkühlung. Das sage ich jetzt auch, weil ich gleich noch zu dieser Alternative komme. Habe ich ja eben schon angesprochen. Kostet 32,31 Euro bei Mindfactory und leuchtet auch nicht, wie auf dem Bild zu sehen war. Also dieser Lüfter leuchtet in dem Fall nicht. Gehäuselüfter vorne ist natürlich dem Gehäuse geschuldet, der Lüfter hinten natürlich auch. Dazu bekommen wir noch Windows 10 Pro 64-Bit. Ja, brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ist schön, dass es dabei ist. Kostet 28,85 Euro bei MySoftware. Garantie, 36 Monate Garantie und Support, 6 Monate vor Ort Pickup und Return. Sprich,
Sprich, habt ihr in den ersten 6 Monaten Probleme, ruft ihr da an, beziehungsweise schreibt eine Mail oder eine WhatsApp, wie auch immer, bekommt dann ein Rücksendelabel, könnt das Teil dann einfach abholen lassen von der Post. Alles, was danach kommt, müsst ihr selber zur Post bringen. Das ist aber kein Problem. 3 Jahre ist schon ganz ordentlich. Bearbeitung 5 bis 8 Werktage, das sind auch noch vernünftige Zeiten. Es geht auch deutlich schlimmer. Ich kenne Systeme, die brauchen 3 bis 4 Wochen, was auch teilweise den Grafikkarten geschuldet ist. Dann wären wir tatsächlich auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD. Hier ist der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der Lüfter, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 2.420,83 €. Das System soll kosten 2.999,90 €. Das bedeutet, die luxen euch für das Zusammenbauen 580 Euro ab. Das ist Wahnsinn. Ich spreche ja immer so davon, Bereich 100 bis 150 ist noch in Ordnung, weil man ja alles, was danach kommt, bei Mindfactory zusammenstellen kann und einfach von denen zusammenbauen lassen kann. Und deswegen zeige ich euch jetzt noch eine Alternative. Ich habe hier mal so einen Warenkorb zusammengestellt. Natürlich ist das Gehäuse jetzt nicht so hochwertig, aber alles andere ist schon deutlich besser. Wir haben jetzt in dem Fall das MSI MPG Gun Gear 110M mit Sichtfenster. Das habe ich auch schon verbaut. Das ist ein sehr gutes Gehäuse mit gutem Airflow. Dann haben wir aber keinen Ryzen 7 5800X, sondern wir haben einen Ryzen 9 5900X. Der hat einfach nochmal 4 Kerne mehr, beziehungsweise 8 Threads. Sprich, wenn ihr mit dem Teil streamt und rendert, habt ihr einen gewissen Vorteil. Der ist natürlich auch deutlich teurer, aber der ist halt im Preis drin. Als Mainboard habe ich in dem Fall das MSI MPG B550 Carbon Wi-Fi genommen. Ihr habt natürlich bei dem anderen Mainboard einen X570 Chipsatz, aber kein WLAN und kein Bluetooth. Ihr habt der B550 und übertakten tun die meisten sowieso nicht, habt aber Bluetooth und WLAN mit dabei. Dazu habt ihr natürlich noch eine schicke RGB-Beleuchtung. Ich finde es vom Design persönlich besser. Da scheiden sich aber wie immer die Geister, ihr kennt das ja. Von den Anschlüssen her ist es circa gleich. Ihr habt hier HDMI-Displayport, was ihr ja sowieso nicht benutzt. Der BIOS-Flashback-Button ist natürlich auch da. 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, einmal USB 3.1, einmal USB 3.1 als Typ C, Netzwerkanschluss, WLAN, Bluetooth, Toslink 7.1. Es tut sich also nicht viel mit dem anderen Mainboard. Was die hauptsächlichen Anschlüsse angeht, habt ihr ja auch gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt eine SSD rein, hier kommt eine SSD rein, hier kommt die Grafikkarte rein, hier könnt ihr natürlich wieder erweitern, wie bei dem anderen Mainboard auch. Also die tun sich nicht viel. Ich finde halt einfach den Vorteil durch Bluetooth und WLAN, wer es braucht, besser und eben die RGB-Beleuchtung. Ich habe das Mainboard auch selber schon verbaut, ich bin sehr angetan davon, wirklich, ist ein gutes Board. Ich habe das auch schon als X570er-Variante verbaut, also ich kann da echt nicht meckern. Beim Thema RAM haben wir 32 GB anstatt 16, Corsair Vengeance RGB Pro, also RGB-Beleuchtung, DDR4 3600, die Taktung ist gleich, wir haben aber RGB-Beleuchtung, das Doppelte an RAM-Speicher. Bei der Grafikkarte haben wir eine MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio genommen. Jetzt wisst ihr zumindest, was ihr bekommt. Das ganze System, ihr seht es schon, ist so ein bisschen auf MSI aufgebaut. Ich hätte es auch auf Gigabyte oder ähnliches aufbauen können, aber das lag mir jetzt so halt nahe, bei dem Preis diese Komponenten da reinzupacken. Das Netzteil ist dasselbe, die SSD auch. Wir haben allerdings keinen Luftkühler, sondern die MSI MagCore Liquid 240R, die auch locker in das Gehäuse reinpasst. Überhaupt kein Problem, hat eine bessere TDP. Offizielle Angaben findet man leider nicht zur TDP, aber es wird gesagt, dass die ungefähr 250 Watt schafft, gegenüber dem Luftkühler, der nur 150 Watt schafft. Das kommt auch ungefähr hin. Ich habe die auch schon sehr oft verbaut, ich habe da auch schon mehrere Benchmarks drauf laufen lassen. Also ein 5800er hatte bisher überhaupt keine Probleme, 5900er auch nicht, habe ich bei beiden schon verbaut. Ist eine gute Wasserkühlung, hat auch RGB-Beleuchtung, ist wieder was fürs Auge, ist auch schön. Und da kommt ihr dann auf einen Gesamtpreis von 2852,54 €. Jetzt kommen diese 150 Euro Zusammenbaugebühr bei Mindfactory noch dabei, seid ihr auch bummelig bei 3000 Euro. Habt aber einen besseren Prozessor, besseren RAM, ihr wisst, welche Grafikkarte ihr kriegt, ihr habt eine Wasserkühlung und auch ein gutes Gehäuse. Ist natürlich nicht so gut wie das Corsair, aber es reicht völlig aus. Ich werde euch diesen Warenkorb auch verlinken in der Beschreibung. Wer Lust hat, sich das Teil so zu bestellen, kann einfach den Warenkorb übernehmen und bei Mindfactory noch den Montage- und Funktionstest-Service dazu buchen und hat dann ein vernünftiges System zu Hause stehen. 3000 Euro ist natürlich eine Stange Geld. Ich werde jetzt in Zukunft auch wieder Videos machen über kleinere PCs, sprich im Bereich um die 1000 Euro. Agando hat da wieder noch ein paar Angebote, da werde ich noch schauen. Aber alles in allem kann ich nur sagen, dieses System ist gut konfiguriert, ja, ist aber viel zu teuer. Man muss es so sagen. Ich kann jetzt keine großen Schnitzer irgendwie erkennen, aber vom Preis her passt das überhaupt nicht. Nehmt lieber dann die Alternative, lasst es euch bei Mindfactory zusammenbauen. Ihr habt genauso Garantie auf die einzelnen Komponenten wie hier auch. Ihr habt ja auch eben schon gesehen, das Netzteil zum Beispiel hätte 5 Jahre, ihr kriegt aber nur 3 Jahre von Agando zugeschrieben. Ich glaube nicht, dass die da sehr sonderlich kulant sind, wenn da jetzt jemand sagt, ja, das Netzteil ist kaputt gegangen, das hat doch eigentlich 5 Jahre. Ich glaube, das machen die nicht. Bin ich mir aber auch nicht sicher, ich möchte jetzt niemandem was vorwerfen, nur damit ihr Bescheid wisst. Bei Mindfactory habt ihr auf die einzelnen Komponenten dann die Garantie. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.